112 junge Lehrerinnen und Lehrer haben am vergangenen Freitag im Augsburger Dom von Generalvikar Harald Heinrich die kirchliche Lehrerlaubnis, die Missio Canonica, erhalten. In seiner Predigt ermunterte er sie, offen und hellhörig zu bleiben für die Schüler und den Unterrichtsstoff. Sie sollten auch offen bleiben für die Quellen des Glaubens und hellhörig für die leisen Töne Gottes. Die Missio Canonica wird an staatliche sowie kirchliche Religionslehrer nach Abschluss ihrer religionspädagogischen Ausbildung verliehen. Damit können sie ab sofort in Grund-, Haupt- und Realschulen sowie in Gymnasien, Förderschulen und beruflichen Schulen als Religionslehrer eingesetzt werden.